Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3. Ja Leute, wir stehen hier immer noch. Beziehungsweise schon wieder in Khabdun. Das ist irgendwie unser Ausgangspunkt momentan. Wir haben beim letzten Mal die Barriere um Venga zerstört. Wir haben davor Trelis befreit. Und ich wollte mich ja so aufmachen nach Montera und das vielleicht befreien. Ich glaube, dann wird es kritisch. Ich glaube, wenn wir jetzt noch eine Stadt befreien, sind die anderen Städte alle böse auf uns. Und Leute, ich bin immer noch so hin und her gerissen und am Überlegen, ob wir diese Quests machen. Und wir werden vermutlich ja auch hier noch ein paar Quests haben und vielleicht ja in den anderen Städten noch kriegen. Trelis haben wir irgendwie, keine Ahnung, die habe ich glaube ich kaputt geglitscht, keine Ahnung. Bevor wir loslegen, nehmen wir mal eine Frage vorweg. Was möchtet ihr denn? Also eine Person hat mir schon in die Kommentare geschrieben, mach einfach alle Quests. Ist egal, ob das den Rahmen von dem Let's Play sprengt. Mach einfach alles. Und ich möchte jetzt mal von euch gerne wissen, was möchtet ihr denn? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Soll ich alle Quests so von diesen, ne, diese Mod-Quests machen, die wir so bekommen? Oder soll ich die nicht machen und wir sagen, okay, wir steuern jetzt schon ein bisschen zielstrebiger aufs Finale zu? Oder so ein kleinen Mischmasch, halt, wir machen halt so ein paar Quests. Mach halt die Quests, die mir irgendwie interessant erscheinen oder von denen ihr sagt, yo, die mach. Und dann gucken wir mal. Ich werde vielleicht dazu auch noch eine Umfrage im Community-Tab machen. Haltet da mal Ausschau. Aber ja, am besten wie immer, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, dann weiß ich auch so individuell immer von den einzelnen Leuten, hey, der möchte das sehen, der möchte das nicht sehen, der möchte das so gemischt haben. Weil ich bin ein bisschen ratlos. Vor allen Dingen, weil die Quests, ne? Ihr kennt die Quests. Sie sind Google übersetzt. Sie sind lustig, aber auch anstrengend. Daher, gerne mal eure Meinung. So, was machen wir denn? Apropos Quest, hier mal gucken. Wir haben noch die Quest Schwanzfreund. Wir haben noch die Meeresschrankkunst. Die möchte ich auf jeden Fall machen. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wo das Piratenlager ist. Es soll irgendwo... Moment. Moment, das habe ich doch gemacht, aber der wollte doch hier noch einen Spaziergang um die Insel. Dort findest du wahrscheinlich das Hauptpiratenlager. Sie müssen ein Piratenlager finden und ihren Kapitän töten. Ja, aber ich... Das ist ja nicht auf dieser kleinen Insel hier. Da war ich doch. Keine Ahnung. Also, kann ich vielleicht mal offscreen nochmal gucken oder vielleicht weiß es ja einer von euch. Liebe Gerichte von Ceruk. Oh, das können wir machen. Das haben wir doch mittlerweile. Ja, bei diesem Piratenlager bin ich echt ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht. Also die Beschreibung passt halt nicht, denke ich. Na, Wenzel. Du hast dein Equipment nicht ausgerüstet. Ja, komm mit, ist auch Quatsch. Du hast ja nichts. Hier, am Nassgeschirr. Großartig. Ich hoffe, Hanlad ist nicht sehr verärgert. Hier, das versprochene Gold. Du hast gute Arbeit geleistet. Dankeschön. Wo gibt es noch etwas zu holen? Kürzlich sah ich Tyrone an einer großen Truhe. Ich denke, du solltest dann einen Blick hineinwerfen. Tyrons Brust. Die gucken sich echt um, obwohl die friedlich sind, also freundlich mir gegenüber. Was soll das denn, Leute? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Was? Ja gut, da ist der Schlüssel. Dann gehen wir nochmal außen rum. Nein, er hat mich gesehen. Gut. Guck doch mal weg. Und guckt er jetzt in die Richtung? Junge. In die Richtung. Will er mich verarschen? Schleiche mich halt hier rein. Warum? Ist der komplett doof?
Muss ich jetzt echt irgendwo anders hin? Damit der mich nicht sieht. Der dreht sich jetzt echt nicht mehr um. Er ist in die Uwe. Hallo. Was machst du? Was ich mache? Hig, ich kann dir alles verkaufen. Benötigst du etwas? Ich kann es dir verkaufen. Mal sehen, was du so hast. Rebellenzeug. Emma, okay. Was ist los mit dir? Du siehst schlecht aus. Ah, was? Wie spät ist es? Hig, ich glaube, der ist besoffen. Ich bin irgendwie durcheinander. Hig, was murmelst du da? Ich habe seit eineinhalb Tagen nichts getrunken. Hä? Du bist so besoffen, definitiv. Hig. Soll ich dir Schnaps bringen? Wie viel brauchst du? Ein Dutzend Flaschen, wenn möglich. Hig. Hig. Hier, der Schnaps. Oh ja, gut gemacht. Ich habe schon so lange nichts mehr getrunken. Hig. Hig. Du bist ein Typ. Nee, ich bin eine Frau, aber vielleicht solltest du weniger Schnaps trinken. Bitte. Mit Bier. Ich habe etwas für dich. Und was hast du für mich? Eine Flasche Piratengrau. Jo. Ein starkes Gebräu. Gib mir davon. Davon habe ich noch nie getrunken. Warte. Ich habe das Gefühl, wir töten den einfach gleich an Alkoholvergiftung oder so. Danke, guter Mann. Ich habe ihr Bier. Bier. Willst du davon versuchen? Gib es mir. Hig. Auf die Gesundheit. Jo. Und runter damit. Das ist gut, schön frisch. Willst du Schnaps? Und wie geht es dir jetzt? Geht es dir besser? Würdest du mir noch Wein besorgen? Ja, was sonst? Alter, der Junge muss doch komplett tot sein gleich. Schon gut. Hig, ein Dutzend? Verdammt. Du bist ja immer noch da. Geh los. Ja, chill mal. Hier, der Wein. Gut gemacht. Du bist mein Freund. Trink etwas mit mir. Hig. Hig. Bitteschön. Und wie geht es dir jetzt? Sehr schlecht. Ich habe von einem besonderen Getränk gehört. Hig. Nord. Nordmarer Nebel, der ist genannt. Natürlich. Bring mir 5 Flaschen davon. 5? Dann wird es mir besser gehen. Hig. Ich glaube, dann liegst du tot da vorne in der Ecke. Wirst du dich nicht krank fühlen. Ich bin krank ohne einen Schluck. Ich kann nicht ohne Alkohol leben. Ich finde es übrigens nicht gut, dass wir hier einen Alkoholiker unterstützen. Das Getränk wird schwer zu bekommen sein. Leute, so viel Alkohol trinken ist schädlich. Ich muss sagen, ich kann persönlich das sowieso nicht nachvollziehen. Also ich trinke eigentlich nichts. Ich habe in meinem ganzen Leben eine einzige Flasche Bier getrunken, als ich 16 wurde. Und ich fand das Zeug so abartig, dass ich danach nie wieder eine getrunken habe. Sekt finde ich auch total eklig. Von Wein kriege ich irgendwie immer Halskratzen. Also ich trinke halt wirklich gar nichts. Aber ich benutze das ganze Zeug zum Kochen. Also da benutze ich das, aber da verdampft der Alkohol. Nee, ich wollte eigentlich in deine Hütte. Du denn, Müller? Ich möchte deinen Alchemietisch benutzen. Nord. Was ist das? Ach so, das war. Oh. Das war das. Okay. Schäferhexen, Todessturm, Drache. Da. Wie einer. Schnapsbeeren? Ja, wo soll ich denn. Wo soll ich denn so viele Schnapsbeeren herkriegen? Die wackt. Also. Die kann man ja nicht irgendwo kaufen, oder? Ja gut, die Quest können wir dann erstmal nicht weitermachen. Ist vielleicht auch besser für den Bräu. Nee, aber was hast du dazu? Ich guck mal, ob das funktioniert. Der Typ guckt nämlich jetzt die ganze Zeit in die Richtung.
erstmal woanders hin. Ich würde sagen, Leute, ich mache mal kurz eine kleine, einen kleinen Cut und gucke mal offscreen nach diesem Piratenlager. Weil da muss ich euch jetzt ja nicht die ganze Zeit dabei haben, wenn ich sinnlos durch die Gegend renne. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Meine Güte, diese Quest. Alter, die Insel vor Adea. Also, wir gucken uns nochmal die Quest an. Genau, vor der, die kleine Insel, das haben wir gemacht. So, eine Gruppe von Piraten auf der Insel. Jetzt sind sie alle tot. Hm? Ich habe mehrere Piraten auf der Insel entdeckt, ja. Du musst dein Schiff finden, die Piraten sind nicht auf dem Luftverkehr gekommen, ja. Mache einen Spaziergang um die Inseln. Dort findest du wahrscheinlich das Hauptpiratenlager. Und ich... Mache einen Spaziergang um die Inseln. Die Inseln. Mehrere Inseln. Ja, aber hier ist ja nur diese eine kleine Insel. Und ich bin jetzt hier die Küste rauf. Ich bin auch nochmal da hinten in die Höhle gegangen unter Kapdun. Die ist übrigens wieder voll mit irgendwelchen blöden Ogern und Goblins und Minecrawler. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Dann bin ich hier lang und da hinten lang bis nach Wenger drüber und habe nichts gefunden. Ja. Es ist die Insel vor Akaresh. Es ist in der Wüste. Und da sehen wir auch schon das Schiff da vorne. Oh Mann, da hätte ich mir ja tot suchen können. Und ich meine mich jetzt ganz dunkel zu erinnern, als Lightsaw mir von der Kapdun-Befreiung mal vor x Folgen in die Kommentare geschrieben hat, dass es da irgendwie mit dem Piratenruf weitergeht. Ich meine, du hattest auch irgendwas davon geschrieben, wo dann dieses Piratenlager ist. Kann das sein? Habe ich nur wieder ein Siebchen gehabt? Das Schiff ist übrigens echt cool gemacht. Und mal Piraten, die mich nicht töten wollen. Aber Moment, wir sollen den Captain töten, ne? Skipper Hadley, Kapitän Kendrick. Kendrick. Hieß nicht so der aus Assassin's Creed mit Nachnamen? Hießen die Kendrick? Ich weiß es gerade nicht. Skipper Hadley. Erstmal was rauchen. Okay. Kendrick. Wie ich sehe, bist du hier der Verantwortliche. Was machst du denn hier? Nicht ein Hundegeschäft. Meine Jungs und ich machen hier Geschäfte. Was sind einige dieser Dinge? Raubüberfälle. Morde und Raubüberfälle. Ach so, Raubüberfälle, Morde und Raubüberfälle. Aha. Du scheinst ein harter Kerl zu sein. Willst du etwas Geld dazu verdienen? Ja, ich möchte bei euch mitmachen. Ich brauche Hilfe in Tee. Ja. Nein, ich möchte mit. Ja. Ja, und was muss getan werden? Zuerst musst du das Startgeld bezahlen und dann entscheiden wir, was du tun sollst. Und wie viel soll ich bezahlen? 5000 Gold. Und dann reden wir über das Geschäft. Natürlich. Alter, aber ich habe weniger gekriegt für die Befreiung der Hauptstadt. Gib mir 7000 Dollar. Klugscheißer. Ha? Hier, verschwupp dich nicht daran. Das ist es, wovon ich spreche. Und ich konnte nicht beeinflussen. Jetzt kannst du mit unserem Skipper handeln. Und was das Geschäft betrifft, vielleicht sprechen wir dann eines Tages mit ihm. Mhm. Was wird meine Aufgabe sein? Quest abgebrochen. Und du? Ich will einen Blick darauf werfen, Nagila-Kerl. Sofort in die Schlacht ein. Es wird eine Sache für dich geben. Ich hoffe, du machst es richtig. Was muss ich tun? Einer unserer Leute entschied, dass es an ein Piratenschiff gebunden sein könnte. Er hat uns einen Teil der Beute gestohlen und ist auf die Flucht gegangen. Man sagt, er sei irgendwo an der Grenze zwischen Opna und Myrtana gesehen worden. Den kenne ich. Kennst du den genauen Ort? Nein, sieh selbst nach. Töte den Bastard, wenn du ihn findest. Sein Name ist Kreichthorn. Den kenne ich. Die Schätze sein, die er gestohlen hat. Aber den will ich nicht töten. Der war nett. Wie ist das eine Hauptquest? Zeig. So, was hast du denn Geiles? Schwere Banditenrüstung. Jagd Banditenrüstung? Schurkenruhe. Piratenzeug. Interessant. Windstoß. Finde ich echt cool. Was willst du? Finde ich mega cool. So, wir haben ja einen Teleporter dahin, glaube ich. Dahin. Ich hab noch die. Moment, die lese ich mal eben. Altes Wissen. Interessant. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Wie wir mittlerweile fast genauso viel Jagdgeschick wie Stärke haben, ne? Etwas über die Geschichte der alten Kultur.
Entschuldigt bitte, weil es meine Stimme ein bisschen im Eimer ist. Ich habe heute quasi einen Aufnahmetag gemacht. Ich habe ein neues Projekt aufgenommen. Ich habe heute Morgen um so 9:30 angefangen aufzunehmen. Also zwischendurch habe ich ein paar Pausen gemacht, aber ich war dann so um 18 Uhr habe ich dann aufgehört. Und jetzt nehme ich so um 20 Uhr nochmal Gothic auf. Also war schon ein sehr redelastiger Tag heute. Ja, weg mit dir. Ich höre was. So, junger Mann. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich dachte, du bist ausgestiegen. Ah, für Pfeile. Die kann ich mir jetzt selber machen. Du scheinst ein Problem mit deinen ehemaligen Mitarbeitern zu haben. Jetzt ist die Frage, was gut ist. Ich möchte deine Probleme lösen. Aber ich brauche deine Hilfe. Irgendwelche Ideen, wie dies angekurbelt werden kann. Nimm dieses Schiffslogbuch und gib es den Piraten als Beweis für meinen Tod. Ich denke, dass sie sich von diesem Trick leiten lassen werden. Ich hoff's. Hoffe, dass beide. Ich würde nicht in einen Kampf mit Piraten geraten wollen. Aber was ist mit der Beute? Ich möchte die Beute. Warum kriege ich keinen Teleport zu den Piraten? Piraten. Jetzt habe ich voll Bock, Fluch der Karibik wieder zu gucken. Mit Captain Jack Sparrow. Guten Tag, die Herren. Ich habe Krykton getötet. Krykton? Etwas, das ich nicht glauben kann. Hast du Beweise für seinen Tod? Ja, hier ist sein Schiffslogbuch. Jetzt will er seinen Kopf. Ha! Ich erkenne dieses Buch. Er packte es mit unserer Beute. Wenn du das Buch gefunden hast, dann hast du auch den gestohlenen Schatz. Du musst die Beute mit den Piraten teilen. Hol dir hier 3000 Münzen. Ja, das ist meine Belohnung. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt wieder versuche zu handeln, dann wird das nur wieder erhöhen. So geht's. Verschluck dich nicht daran. Ha, ha. Das ist unser Weg. Ruf bei den Piraten 25. Kann ich noch was machen? Ja, du bist genau zur richtigen Zeit. Ich habe einen Job für dich. Mir war schon langweilig. Soweit ich weiß, ist in der Nähe eine Höhle voller Banditen. Aber jemand hat sie beseitigt und jetzt ist die Höhle leer. Ich denke daran, mich und meine Jungs dort einzuziehen. Der Seewolf muss sozusagen näher an der Schafherde leben. Ha! Was soll ich machen? Ich muss eine große Paheten-Crew aufbringen, damit sie unser neues Zuhause im Gefahrenfall beschützen können. Der Proviant und der Schnaps gehen uns aus. Womit denkst du, werden wir diese kleine Armee der Seebären ernähren und betrunken haben? Ihr seid vier Zunächst Leute. Man muss ein Vorrat an Vorräten angelegt werden. Ich habe eine Meldung von einem meiner Jungs bekommen, dass die Farm in der Nähe von Redok wieder in Betrieb ist. Genau das brauchen wir. Hol dir doch drei Säcke Getreide von den Bauern. Das sollte für den Moment ausreichen. Und vereinbare mit ihm eine wöchentliche Versorgung mit Lebensmitteln. Aber es ist so cool, wie diese ganzen Sachen zusammenhängen. Wir haben den Bauernhof wieder in Betrieb genommen. Jetzt hören die Piraten davon. Aber wir haben schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Schwimme zu dieser Insel und finde heraus, was dort passiert ist. Ich hab dummerweise alle umgebracht. Finde die Fässer und bring sie zu mir. Wenn du ihn nicht finden kannst, kannst du sowieso in fast jedem Hinterwäldler davor kaufen. Dann musst du eben etwas mehr ausgeben. Und jetzt beeil dich. Wenn du mich hier nicht erwischst, bin ich wahrscheinlich schon auf dem Festland. Ja, aber ich weiß überhaupt nicht, wo die Höhle ist. Okay, machen wir. Ich hoffe, ich finde den nachher wieder. Bye. Höhle, ich hoffe, ich finde die nachher. Ich will nochmal ganz kurz hier nach diesem Holz gucken, wo ich schon mal hier bin. Von null?
Ja, ich brauche Getreide. Kann ich das aber mal dir kaufen? Ich habe ein Geschäftsangebot für dich. Ich weiß, dass du hier viel Getreide hast. Ich möchte, dass du jede Woche Lebensmittel an bestimmte Leute lieferst. Wer sind diese Leute? Und das geht dich nichts an. Ich will das Korn von dir, nicht die Fragen. Wie viel Getreide brauchen Sie? Vorerst nur 3 Säcke. Später aber jede Woche 3 Säcke. Das wird nicht günstig sein. Für die ersten 3 Säcke nehme ich 1000 Goldmünzen. Für den nächsten zahlst du wöchentlich 800 Gold. Oder du kannst für das Ganze auf einmal zahlen 30.000. What the fuck? Das ist ein Preis nach was, den ich dir gewähre. Die Leute, für die ich arbeite, wollen nichts bezahlen. Du solltest deinen Appetit zügeln. Oh, ja gut. Oh nein, das ist keine Möglichkeit, Geschäfte zu machen, zu bezahlen oder sich zu verirren. Ich zahle dir 20. 1000 für das Jahr. Du weißt sowieso nicht, was du mit all dem übrig gebliebenen Getreide anfangen sollst. In Ordnung. Ich stimme zu. Hier sind deine Säcke. Boah, mal eben 20.000. Zeig. Ein bisschen Getreide. Gut. Okay, dann müssen wir jetzt noch Grog holen. Ich bin ja nochmal auf der Insel vorbeischauen. Hat der irgendwie gesagt, dass die eine Grog-Lieferung hatten? Noch mehr Banditen. Jetzt wirst du bluten. Wir sind doch immer zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Ach, hier sind die Fässer. Mit der Milch. Ja gut, hätte ich das ein bisschen früher gewusst. Hui. Schwimm, kleiner Held. Ich hoffe echt, ich finde die gleich wieder, wenn die nicht mehr auf der Insel sind. Ich hoffe vor allen Dingen, ich habe das hier richtig verstanden, dass die hier auf der Insel sind. Hallo? Vielleicht habe ich die auch schon mal mitgenommen, als ich hier war. Beim ersten Mal. Hat das noch Kisten? Nee. Okay, mal gucken, ob das schon reicht. Natürlich ist das Schiff weg. Sie sind auf dem Festland bei einer Höhle, wo Banditen waren. Ja, keine Ahnung. Junge. Das finde ich mal ein bisschen schade bei den, bei diesen Mod-Quests. So, ich habe halt jetzt keine Ahnung, wo das sein soll, wovon er geredet hat, ne? Höhle, wo Banditen waren. Da oben? Also, war hier nicht dieser Ausgang? Genau. Och nee, Amul. Nee, Junge. Für dich meine Klinge in dein Face. Warte nur, ob er sich die Stadt befreie, Junge. Da ist eine Höhle, aber da waren keine Banditen. Hier oben waren aber Nomaden. Banditen. Vielleicht zählen die, ja? Aber wie sind die mit dem Schiff dann hier hingekommen? Ich gucke einfach mal. Hallo? Nein. Ich habe keine Ahnung. Das sind wieder Lurker?
Also es könnte sein, dass die... Hier hinten ist ja auch Wasser. Und ich meine, hier waren doch auch Banditen. Die müssen ja irgendwo sein, wo die mit dem Schiff anlegen können. Ich muss eigentlich nur das Schiff finden. Muss eigentlich nur das Schiff finden. Wieso ist jetzt wieder alles voller Lurker? Die habe ich alle platt gemacht. So, ist hier irgendwo das Schiff zu sehen? Tja. Also wenn, dann da vorne, denke ich mal. Im Zweifel mache ich gleich nochmal einen kurzen Cut und suche nochmal offscreen. Ob ich die nicht finde. Schande, alles voller Lurker. Ich weiß auch halt nicht mehr, wo die, wo diese Banditenhöhle hier war. Ehrlich gesagt. Ja. Tja. Ja gut, dann mache ich nochmal einen kleinen Cut und gucke mich nochmal ein bisschen um. So Leute, da bin ich wieder. Ich stehe hier bei Ardea mittlerweile. Und guck mal, was da unten am Hafen steht. Das Schiff der Piraten. Die halten hier einfach vor Ardea. Und natürlich. Eine Höhle, in der mal Piraten waren. In dem wir Banditen waren, ist natürlich welche Höhle? Die von Ortega. Wie soll ich denn davon ausgehen, dass die Piraten... wer bist du? Dass die Piraten, die irgendwo vor Baccarat sind, hier hingehen. Was? Das jetzt erstes sind die Piraten, weil der eine Piratenrüstung anhatte. Also jedenfalls so, wie es in Gothic 2 in der Piratenrüstung war. Ja gut, dann gehen wir nochmal zu den Jungs. Also ich hoffe mal jedenfalls, dass es die Jungs sind. Ich habe nämlich nur von Weitem einmal geguckt, ob da Leute vor dem Eingang stehen. Und da standen jedenfalls Wachen vor dem Eingang. Es können jetzt natürlich auch einfach nur Banditen sein. Das wäre natürlich ein bisschen bitter. Da muss ich jetzt nochmal suchen. Dann ist wenigstens die Umgebung hier eingegrenzt, weil es muss ja dann irgendwo... in der Küstenregion sein, weil das Schiff hier da unten bei Ardea steht. Es sind auf jeden Fall nicht die Höhlen der Goblins und sowas. Da war ich. Da sind die nicht drin. Ihr scheiß Wölfe. Hier haben mich damals eure Kollegen einfach kalt... zahnloser... Oh! Ist das jetzt euer Scheiß Ernst? Hatte Chris nicht gesagt, er ist in einer Höhle? Gut, hätte mir klar sein müssen, dass das der ist, aber ich habe nicht so schnell geschaltet, ehrlich gesagt. Sorry, Leute. Wir gehen nochmal hin. Och, Mann. Na gut, machen wir die nochmal platt. Ich mach dich fertig. Nein! Da
Hat er mir echt noch einen Bolzen reingejagt? Ich möchte jetzt nur nicht wieder den Wolf triggern. Sondern einfach nur zu den Piraten. Was willst denn du? So, den triggern wir jetzt nicht. So, ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich Piraten sind. Die haben eine Banditenrüstung an. Doch, Pirat. Die haben einfach nur, eine Banditenkleidung an. Hi, Jungs. Alter, du hast ja ganz schön. Ja gut, wenn er neue Leute angeheuert hat, dann vermute ich unter den Banditen. Butler Edney. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Okay. Der gute Butler Edney. Wer kennt ihn nicht? Habt ihr es hier ganz schön gemütlich gemacht? Riga Boost. Stör mich nicht. Holy Shark. Uns gerade. Hast du nichts zu tun? Lass mich. Ich mache erstmal Pause. Ganz schön gewachsene Rubanda. Das ist schon echt Skipper Adley. Na, was geht? Das hätte doch besser wissen müssen. Skipper. Ah, nimm mal das ganze Zeug hier. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Okay. Stör mich nicht. Und? Cook Strom. Nehmen wir mal den Grog. Möglich ist alles. Ja, Captain, was geht? Einige Dinge werden Kendrick. Ich habe ein paar Lebensmittel mitgebracht. Exzellent. Bring mir jetzt den Rest und du bekommst deine Belohnung. Noch drei Fass Grog? Ich könnte ein ganzes Fass saufen. Irgendwann ist das aber, hä? Wo sollte das denn sein? Ich dachte auf der Insel. Sollte doch Grog kaufen im Zweifel. Ja gut, dann muss ich die drei Fass Grog wohl nochmal suchen. Ich hör mich nochmal um. Der letzte Scheiß. Ja, der letzte Scheiß, ey. Ich würde aber sagen, Leute, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schaut auch gerne die anderen Projekte rein. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.